Die Kühlschrankbedienung erfolgt am Bedienelement über der Kühlschranktür. Er kann mit drei Energiearten betrieben werden. Mit Gas, wenn kein Außenstromanschluss gegeben ist, mit 230 Volt nur bei Außenstromanschluss und mit 12 Volt während der Fahrt. Diese Funktion erhält nur die vorgegebene Temperatur. Beim gezeigten Modell kann die Kühlintensität separat eingestellt werden. Tipp: Kühlschrank vor Fahrtantritt vorkühlen und mit bereits gekühlten Lebensmitteln bestücken. Bei einigen Modellen ist auch eine Umschaltautomatik im Kühlschrank integriert. Zum Kochen muss die Gasabdeckung geöffnet werden. Jedes Kochfeld verfügt über einen eigenen Drehschalter. Zum Kochen Schalter der gewünschten Kochstelle gedrückt, nach links drehen und falls vorhanden die automatische Zündung betätigen. Schalter noch einen Moment gedrückt halten, bis die Flamme gleichmäßig brennt. Die Temperatur der Flamme lässt sich über den Drehschalter regeln. Zum Ausschalten der Kochstelle den Drehschalter auf Nullstellung zurückdrehen. Solange die Flamme brennt und der Herd heiß ist, muss die Glasabdeckung geöffnet bleiben. Die Reinigung wird mit einem milden Spülmittel und einem Schwammtuch empfohlen.